Wir werden ja tatsächlich häufiger mal gefragt, auch von Journalisten, wo kommen Sie so auf Ihre Ideen? Und die wahre Antwort gibt man nicht, weil sie so simpel ist und so nachvollziehbar, dass sie so logisch ist. Und dann klingt das zu langweilig. Aber vor allen Dingen in der Deutschen Bahn. Wer Bahn fährt, kommt auf irrsinnige Ideen. Ich möchte Ihnen ein kleines Protokoll einfach nur vorlesen, einer Bahnfahrt im ICE 580 auf seiner Fahrt von Hannover nach Düsseldorf, bei der ich das nun folgende Erlebnis tatsächlich, ich möchte es betonen, tatsächlich so in dieser Form erlebte. Drei Reihen vor mir unterhalten sich zwei Männer darüber, ob die ostfriesischen Inseln zu Niedersachsen oder zu Nordrhein-Westfalen gehören. Ich verschlucke mich fast an meinem Kaffee. Der Fahrgast neben mir hat seine Königsberger Klopse aufgegessen und fängt an, mit einem zischenden Geräusch die Essensreste aus den Zahnzwischenräumen zu zutschillen. Wenn ich etwas hasse, dann sind das überbordende Essgeräusche, aber noch schlimmer sind überbordende Essgeräusche nach dem Essen an Bord eines ICEs. Während er munter vor sich hin zutschillt, klingelt vor uns ein Handy in voller Lautstärke. Ein zweites Mal verschlucke ich mich fast, diesmal allerdings vor Schrecken. Der Zutschler regt sich zu Recht, wie ich finde, fürchterlich darüber auf, dass jemand einen Volllautstärken-Klingelton im Ruheabteil des ICE ungehindert dröhnen lässt und zischt sich weiter die Klopsreste in die Mundhöhle. Inzwischen sind die beiden Geografen einig, dass die ostfriesischen Inseln zu Nordrhein-Westfalen, die nordfriesischen hingegen zu Niedersachsen gehören. Aus Fassungslosigkeit verschlucke ich mich ein drittes Mal. Neben mir zutschelt's, während der Telefonierer dem Anrufer, er heißt übrigens Massimo, haarklein mitteilt, wo wir gerade sind. Jetzt fahren wir gerade durch einen Bahnhof. Aber wir halten nicht. Ach, hier sind Gärten. Ich glaube, jetzt sind wir bald wieder raus. Gleich kommen bald wieder Felder. Und dass er heute Morgen Brötchen gegessen habe. Zwei Brötchen. Eins mit Erdbeermarmelade, eines mit Käse. Aber kein Mittag. Er mache gerade Diät. Siehste, Felder. Nein, denke ich, kann er nicht sehen. Seit wann Niedersachsen eigentlich nicht mehr zu Nordrhein-Westfalen gehöre, will der eine Geograf nun wissen. Funkloch. Massimo ist vorerst weg. Leider hemmt das Funkloch keine Zutschler. Vielleicht hat er Tourette, überlege ich jetzt. Und pfeift sich gar nicht die Klopse weg. Ich übe weiter Toleranz. Wir erreichen Bielefeld. Es klingelt. Massimo ist wieder da. Ich frage mich, ob Massimo weiß, ob Bielefeld zu Hessen oder zu Schleswig-Holstein gehört. Ich versuche mich zu beherrschen, stehe auf, um mir einen weiteren Kaffee zu holen, gehe Richtung Bordbistro, kann dann aber nicht anders und drehe mich noch einmal um und sage laut und deutlich vernehmbar: Holland! Die ostpreußischen Inseln gehören zu Holland! Seit Maximilian dem I. auch Massimo der Klops genannt, der übrigens auf einer Reise verstarb, als er sich an Essensresten verschluckte, die er sich aus seinen Zähnen pfiff. Oh, wir fahren gerade an Feldern vorbei. Ich sollte vielleicht mein Handy leise stellen, um keine Blumen zu wecken. Falls es irgendwen interessiert, ich gehe jetzt erst aufs Klo pinkeln und dann hole ich mir noch einen Kaffee. Falls ich jemand einen mitbringen soll oder für jemand pinkeln soll, sagen Sie Bescheid oder schweigen Sie für immer. Und falls in der Zwischenzeit der vordere Zugteil durch Sachsen, der hintere aber durch Rheinland-Pfalz fahren sollte, rufen Sie einfach das Max-Planck-Institut an, lassen sich ein Raum-Zeit-Kontinuum erklären und fragen Sie bei der Gelegenheit, ob es das auch von Ratiofarm gibt.